Der Igel hatte Hosenträger. Die erste Kunst habe ich erlebt, da muss ich so zwischen 2,5 und 3 Jahre alt gewesen sein. Hab gerade so rumgebrabbelt. Unsere große Familie hat in Bochum gelebt und meine Eltern, meine Geschwister und ich sind nach Essen in ein Theaterhaus gefahren, um ein Weihnachtsmärchen zu erleben. Da gab es einen Igel, der mich beeindruckt hat. Er hatte eine Hose an, aber nur einen Hosenträger, so von vorne links nach hinten rechts. Dieses Bild habe ich nie vergessen. Sehr nach vorne. Alles auf der Bühne war stärker als in der Realität, obwohl es für mich ja auch alles völlig real war. Die Landschaft, die Figuren. Ich dachte wirklich, die leben dort auf der Bühne. Die gibt es wirklich. Und doch war alles anders, intensiver als in der Realität, die ich bisher kannte. Der Schnee sah aus wie Schnee im Traum. Die vielen bunten Farben, die verschieden gesetzten Lichter, alle Charaktere waren sehr lustig. Und das fand ich damals äußerst erstrebenswert. Und das finde ich auch heute noch äußerst erstrebenswert. Ja.